So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit. Dienstag, 10 Uhr, das Frühlingsevent hat begonnen. Das heißt, ab jetzt gibt es überall Toggetick mit Blumenkranz in der Wildnis. Beziehungsweise, ja, ist das bestimmt ein bisschen seltener, aber Toggetick mit Blumenkranz ist ganz neu in Shiny verfügbar. Ihr könnt natürlich Togepi, Toggetick, Togekiss entwickeln, Shiny-Familie sammeln, Bonbons sammeln, XL sammeln. Das ist richtig genial in der Meisterliga. Das habe ich immer genutzt. Und ihr könnt auch alte Togepi, die ihr mit Blumenkranz in Shiny habt, entwickeln. Das war nicht so ganz klar. Es hieß von der Yantic-Seite aus erst in einem Beitrag, als einer mal gefragt hat, nein, du kannst das Togepi nicht entwickeln, aber du kannst bestimmt ein Togetick entwickeln zu Togekiss, wenn du das haben möchtest. Das war ein Statement, was gepostet wurde. Und irgendeiner dann das genommen hat und geteilt hat und ja, man kann Togepi doch entwickeln und hat genau das angeheftet, aber das war ja nur die Aussage, dass es nicht geht. Deswegen keine Ahnung, wieso er durch diese Aussage dachte, dass es geht. Jetzt geht's aber doch. Wenn ihr da noch durchblickt, schreibt's mal in die Kommentare. Außerdem neben den tollen 2-Kilometer-Eiern mit den ganzen kostümierten Pokémon mit Blumenkränzen. Wer da noch nichts hat, ne, kann sich auch auf die Raids konzentrieren. Da gibt es nämlich theoretisch nichts. Die Raids sind so langweilig, dass wir auch heute keine Raids für Zuschauer machen. Ich werde heute einfach meinen Giratina Shiny Hunt weitermachen. Aber den habe ich ja gestern schon angekündigt. Und ich sehe, ich habe es nicht bereut. Gleichzeitig gibt es wieder eine neue kleine Forschung. Gleichzeitig ist Caputoro in den Raids, also der dritte Schutzpatron von Alola. Der müsste eigentlich der beste und stärkste sein von den dreien. Der hat die meiste Verteidigung, der hat den meisten Angriff. Und er sieht aus wie ein Stier. Wir laufen jetzt gerade zum Busbahnhof. Da möchte ich nämlich den Community Raid machen. Den habe ich wieder in den Community Tab gepostet. Und aus der Community wieder 10 Leute geaddet, die ich mitnehme, die zusammen mit mir den Raid machen. Was wir noch an Kontern brauchen, zeigen wir euch auch gleich. Wir müssen jetzt nämlich erstmal über die Straße flutschen und melden uns dann beim Busbahnhof zurück. So, gerade noch die Cindy getroffen, ne? Grüße gehen raus, holt sich gerade 2 Bratwürste und wir sitzen jetzt hier am Busbahnhof. Wir gehen jetzt mal hier auf YouTube, auf den Kanal, damit ihr auch seht, wo ihr das findet, wo der Community Raid immer gepostet wird, hier oben im Community Tab. Dann ist hier 11.23 Uhr, das ist in 3 Minuten, Caputoro Community Raid. Da steht 12 Kommentare. Komischerweise sind es viel mehr als 12, aber es steht einfach nur 12 da. Vorhin stand 9. Ich gehe drauf und habe schon 15 Kommentare, die ich hätte adden können. Anzeige stimmt also auch wieder nicht. Wir haben auf einem Account Sarina, also Blood and Tears, Lennart, Kulidita, Henry Herfurt und der Heiko. Das sind die ersten 5 auf dem einen Handy und auf dem anderen Hikaru. Das ist die Frau vom Heiko, die Heikorine, dann den Matzofix, die Jenna, der Trainer Sir Ups und der Meepo. Und ich gehe wirklich immer nach der Reihenfolge. Die ersten 10, die sich eintragen, die werden mitgenommen. Ich bevorzuge da niemanden, den ich kenne oder so, sonst hätte ich nämlich den Meepo nicht mitgenommen. Den kenne ich nämlich gar nicht und hätte stattdessen den Schäfer genommen, weil den kenne ich ein bisschen besser, ne? Aber Schäfer war der 11., deswegen Meepo. Das sind alle, der Rest hat es leider nicht reingeschafft hier. Grüße trotzdem an Schäfer, Neltarion, Borki, City Fanboy und Stanley wünscht noch viel Spaß. Mit dem muss ich heute noch einen Lucky Trade machen. Der wollte ein Shiny Wuffels, kann ich gar nicht geben. Habe ich doch selbst nie gefangen, habe ich doch mit den Kleinen immer geradet und mir rübergetauscht. Also kann ich ja keins abgeben. Wir gehen jetzt in die App. Ja, noch 1 Minute 30, bis der Raid aufgeht. Und guckt bei euch mal richtig in den Spezialforschungstab. Da habt ihr nämlich jetzt ein Ula-Ula-Abenteuer. Kapitel 1 von 4. Bei jedem Kapu gab es bisher eine Spezialforschung, die ihr erledigen könnt. Da gibt es ein paar Aufgaben, die habe ich auch in den Community-Tab mitgepostet irgendwo. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier als Übergang, was hier drin ist als Kapitel Belohnung. Und wir haben ein Ultrigaria. Das fangen wir jetzt und melden uns zurück, wenn wir den Raid machen und mal gucken, ob es ein gutes ist. Ach so, Moment. Ultrigaria, du wartest jetzt mal auf mich.
Wir brauchen ja noch den 100er Wert. Der 100er Wert ist ja wichtig, dass wir wissen, ob es was Gutes ist. Und den habe ich hier drunter gepostet. Da ist nämlich 19,53 und 24,42. Also 19,50, 24,50, das ist gut. Also 42, ach, ihr wisst schon, wie ich es meine. Schaut euch das an, speichert es euch irgendwo ab oder fangt einfach und bewertet danach, dann seht ihr, ob es gut ist oder nicht. Und wenn ihr nicht wisst, dass das 100er geflohen ist, dann ist es auch nicht so schlimm. So, wir stellen euch jetzt hin für den Raid. Wir gehen jetzt mal auf die Arena bei den zwei Kleinen. Da müssen wir nämlich zuerst rein. Ich habe jetzt aber schon gesehen, bei dem einen Handy fehlt einer, bei dem anderen Handy fehlt auch einer. Das heißt, ich hätte theoretisch noch zwei andere mitnehmen können. Jetzt kann ich aber nicht mehr adden. Vielleicht kommen die ja doch noch rein. Es sind ja noch 10 Sekunden, bis ich auf die Arena gehe. Wir drücken mal hier drauf, wir drücken da drauf, wir drücken da, machen jetzt hier eine private Lobby auf. Haben grün, gelb, Katz. Schmeißen das mal rein, sind jetzt drin, müssen noch einladen. Haben Hikaru, Matsofix, Mibo, Shenaya, Trainer Sir Ups, Fanraid, Go AMK, Lennart, Blood and Tears, Henry Niki. Hikaru hat eben gefehlt, ist jetzt aber noch dabei gewesen, hat jetzt ganz frisch angenommen. Aber auf dem anderen Handy fehlt trotzdem Trainer Sir Ups. An der Stelle hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, denn Trainer Sir Ups habe ich ja gerade vorgelesen. Kulidita war nicht da. Tut mir leid, Trainer Sir Ups, ich hoffe, du verzeihst mir. Guck mir in die Augen, bitte. Es war nicht mit Absicht. Kulidita hat auch gefehlt, nicht du. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf Trainer Sir Ups rumreite, dass der nie in den Raid geht. Obwohl er da war und ich ihn gerade vorgelesen habe. Sorry. Wir drücken jetzt hier auch mal drauf, damit wir auch reinkommen. Mit grün, gelb und Katz. Fertig. Dann könnte ich ja, wenn eh einer fehlt, einfach aus Spaß den Cheffe einladen. Vielleicht funktioniert das ja trotzdem, weil Cheffe wäre ja der Nächste gewesen. So, einfach mal den Cheffe eingeladen. Mal gucken, ob es der Cheffe schafft. 10, 13. 13 müssten wir sein, wenn alles passt. Einer fehlt, natürlich der Trainer Sir Ups oder der Cheffe, je nachdem. Wenn wir jetzt noch 13 werden, dann wisst ihr, der Cheffe hat es reingeschafft. An sich bräuchten wir, wir sind 13. Ist Cheffe da? Cheffe ist da. Das ist ja eine Überraschung. Grüße gehen raus an den Cheffe. Ihr könnt jetzt eigentlich auch öffentlich machen, weil es sind ja alle drin. Vielleicht kommt noch ein Fremder dazu, einer aus der Umgebung. Was gut ist, ist, glaube ich, Gift. Gift wird euch überall angepriesen. Nehmt Gift, Pokémon, Gift, Moves, Gift, sonst was. Mega Bibor wird überall aufgelistet. Aber wenn Mega Bibor gut ist, muss ja Mega Gengar auch gut sein. Komischerweise taucht auf manchen Grafiken Mega Gengar gar nicht auf. Jetzt weiß ich nicht, wer hier noch drin ist. Der Trainer Sir Ups ist jetzt auch drin. Wie hat er das denn gemacht? Und es waren noch zwei andere, also gut ein anderer neben Trainer Sir Ups. Vielleicht kann der ja spoofen und deswegen lässt er sich nicht einladen und deswegen geht er direkt dahin, wo das ist. Aber er wusste ja gar nicht, welche das ist, aber er ist trotzdem da. Hier wird jetzt mit Feuer gekämpft. Hier sehe ich ein Skelabra mit Feuer. Hier sehe ich ein Heatran mit Eisenschädel. Und wir sind gerade hier am Metagross dran. Das ist jetzt alles nicht Gift, aber egal. Wir sind ja genügend Leute, das heißt, das scheint gut zu klappen. Ich möchte auch heute mit dem Thomas direkt noch ein Duo-Raid probieren. Ob das geklappt hat, seht ihr dann natürlich bei ihm auf dem Kanal. Da werden wir aber nur Mega Gengar nehmen und benutzen und schauen, ob das passt. Jetzt müssen wir uns gleich natürlich gemütlich setzen zum Fangen. Ja, mir tun die Füße einfach weh, wenn ich so eingeknickt bin die ganze Zeit. Ich stelle das mal kurz hier andersrum. So, Monsieur, jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir kurz die Werte haben von den zwei Kleinen. Ich habe mir die Werte eh nicht gemerkt, aber es ist so ähnlich wie bei dem anderen, kurz vor 2000 und kurz vor 2500 irgendwas. 1921, 1926, das heißt, 26 ist bis jetzt das Beste. Trainer Sir Ups, letzter Angriff, Cheffe stylisch, Lennart kampfstark, Henry Starläufer, Ramses reichlich Freunde, 10, passt. Immer mal hier drauf, 40 Sekunden nur gebraucht, also der scheint relativ locker zu gehen.
1929 ist sogar das Beste. Muss aber irgendwas um die 1950 sein, glaube ich. Egal, wir versuchen den jetzt mal zu fangen. Der geht wieder nach links, der geht wieder nach rechts. Er hat einen riesengroßen Kreis. Er sitzt ziemlich weit vorne. Der hat einen riesen Kreis und sitzt ziemlich weit vorne. Okay. Das heißt, ihr braucht gar nicht so doll werfen. Ihr könnt ganz gut erst drin. Müsste bei dem aber gut machbar sein, den Kreis auf einfach fabelhaft zu stellen, zu warten, bis er angreift, dann werfen, ganz gemütlich, mit wenig Druck, und dann müsste der auch direkt drin sein. Es gibt sogar 4 XL-Bonbons. Der sieht irgendwie wuchtiger aus als seine Kameraden, die wir bisher haben, glaube ich. Kapufala kam mir irgendwie ein bisschen kleiner vor, gerade im Fangbild. Hier sieht er jetzt aber auch wieder so groß aus wie der Rest. Wir bewerten es mal noch kurz. 14.11.15, Röhmhild, 12.04. Okay, 1929, wie gesagt, war das Beste aus der Runde. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch schon ein Caputoro-Raid heute gemacht? Was war euer erstes Caputoro? Wie viel WP hatte der? War der besser, war der schlechter? Habt ihr schon das Shiny? Spaß, gibt's nicht als Shiny. Ist ja das allererste Mal da, deswegen kein Shiny. Ich werde auch nur meine 2 täglichen Raid-Pässe verbrauchen dafür. Außer in der Raidvania, da muss ich ja annehmen. Da geht's ja um euch und eure Punkte. Ansonsten haben wir jetzt theoretisch 2 Wochen Ruhe. Obwohl es sicherlich welche gibt, die den direkt als 100er jagen. Ich würde den erst als 100er jagen, wenn der auch Shiny verfügbar ist. Und wenn ihr da wirklich 800 Raids macht, bis das 100er kommt, habt ihr bei den 800 Raids vielleicht 20 Shinies schon dabei, vielleicht sogar ein 100er Shiny, was jetzt ja gar nicht möglich ist. Ansonsten sehen wir uns heute Abend. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.